Hallo liebe Leute, heute wollen wir mit EM Gemüse fermentieren. Der Klassiker, beziehungsweise das große Interesse, wie kann ich Tomaten haltbar machen oder auch irgendein anderes Gemüse. Die Grundprinzipien erkläre ich heute und wir werden gleich live ansetzen. Ja, hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute ein ganz klares EM-Thema, Fermentieren von Gemüse mit EM, natürlich aus unserem eigenen Garten. Wir kommen mit dem Essen nicht hinterher. Und ich habe bei einem anderen YouTube-Kanal, bei Self-Sufficient Me, australischer Selbstversorger, Gärtnerkanal, gesehen, der hat einfach ganze Cocktailtomaten fermentiert. Na, das kann ich auch. Und habe ich auch schon gemacht. Das ist hier vor 14 Tagen, die drei Gläser. Da komme ich später zu. Jetzt zeigen wir erstmal, wie das funktioniert. Und ja, ganz einfache Geschichte. Ein Wasser-Salz-Gemisch habe ich schon aufgelöst. Ungefähr, das sind 1 Liter Gläser. Ich räume mal ein bisschen beiseite, dass wir alles sehen. Tomaten. Zack. Hier ist noch ein bisschen Knoblauch. Und hier sind unsere 3 Gläser. Und die wollen wir jetzt füllen. Hier sind schon mal 1200, die Gläser sind 1 Liter groß. Wir werden ungefähr 400 Milliliter Flüssigkeit brauchen. Also habe ich hier 1,2 Liter Wasser für 3 Gläser und das mit je einem Esslöffel Salz, guter gehäufter Esslöffel Salz. Gutes Meersalz habe ich genommen, man kann aber auch ein gutes Steinsalz nehmen oder dergleichen. Und das schon mal gut aufgelöst. So. Das haben wir schon. Die Flüssigkeit. Dann habe ich Knoblauch. In jedes Glas kommt unten ein bisschen Knoblauch rein. Natürlich auch aus unserem Garten. Knoblauch ist ein sehr einfaches, wunderbares Gemüse zum Anbauen. Und was macht man mit dem vielen Knoblauch? Ja, zack. Einfach ein paar mit rein in die 1 Liter Gläser, unten mit rein, so, zack, haben wir, vielleicht reichen 3 Liter nicht, mal gucken, wie weit wir hier mit unseren ganzen Tomaten kommen, aber 3 Liter könnte reichen. Und dann Tomaten rein, und zwar stopfen, können auch ruhig ein bisschen zerplatzen dabei, beziehungsweise können auch etwas zerplatzte dabei sein, das schadet nichts. Stopfen. Kann auch eine größere dabei sein. Wichtig ist, dass wir die Volumen relativ gut ausfüllen. Dass wir noch ein bisschen Material haben. Halt! Chili schon! Ich habe ja noch Chilischote. Da kann ich eigentlich auch in jedes Glas eine Chilischote mit reinmachen. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man die dann roh essen will. So, eine Chilischote mit rein. Dicke Tomate. Und füllen. Ja, da würden es wohl noch 1-2 Gläser mehr werden. Aber mal gucken, noch sind wir nicht fertig. Ja, jawohl. Das geht schön zusammen. Stopfen. Ups, da spritzt es. So, der erste ist voll. Der zweite.
Stopfen. Jawohl. Das ist noch eine Ecke. Der dritte. Zack. So, ihr könnt hier live mitsehen, wie ich das fülle. Vielleicht noch dazu, was passiert, wenn wir Gemüse milchsauer fermentieren. Milchsaure Fermentation, der Zucker, der in zum Beispiel im Kohl ist, in frischen Bohnen, in frischen Gurken, in frischen Tomaten, der Zucker wird von den Milchsäurebakterien in EM oder auch welche, die spontan da sind, es geht ja auch ohne EM, also man kann all das ohne EM machen, das wäre dann eine ungesteuerte Fermentation, das klappt im Normalfall auch, aber mit EM kann man die Fermentation etwas sicherer machen, etwas verbessern, vielleicht in der Qualität etwas erhöhen. Die Zucker im Gemüse werden umgesetzt zu Milchsäure und anderen Säuren, Milchsäure, Essigsäure, Propionsäure, zu Vitaminen und Antioxidantien, das ist das, was die Milchsäurebakterien nebenbei produzieren. Sie schließen die Nährstoffe auf, sie bauen Antinährstoffe ab, also gerade bei schwerverdaulichen Sachen, sagen wir Kohl, wenn die mit EM fermentiert werden, kann man dann danach daraus sehr viel mehr besser Energie ziehen, das Verdauen als ohne Fermentation. Ja, und das ist eigentlich eine Bombe an Vitalstoffen, an Inhaltsstoffen, an Vitaminen, an Antioxidantien, die man da in der frischen Verwehrung zuführen kann und man kann die Sachen haltbar machen. Das ist ein schöner Punkt, ohne Kühlung einfach Milchsau fermentieren und so wie Sauerkraut, wenn das unter Luftabschluss steht, kann das Monate und Jahre lang stehen, ohne schlecht zu werden. Und das wollen wir hier erreichen. So. Haben wir. Dann habe ich hier 1,2 Liter Wasser, je ein Esslöffel Salz, für jeden Liter Glas ein Esslöffel Salz. Ich habe jetzt hier ungefähr wahrscheinlich 600 Gramm Tomaten drin pro Glas. Das habe ich beim letzten Mal schon ungefähr ausprobiert. Und damit es noch ein bisschen Funst, das hat er nicht gemacht da in Australien, also es geht auch ohne zusätzlichen Zucker, aber ich weiß, wenn man da noch ein bisschen Zucker zu macht, dann kriegt es noch mal ein bisschen mehr Bums. Das ist hier meine Zuckerdose. Und da mache ich jetzt noch für jedes Glas einen gehäuften Teelöffel. Ah, das ist ein bisschen größer hier. Ein Teelöffel Zucker rein für jedes Glas. Und löse das auch noch mit auf, dass das noch ein bisschen mehr Bums hat. Der Zucker, den ich da noch dazu mache, der ist nicht unbedingt nötig. Bei Kohl zum Beispiel wäre völlig unnötig, da brauchen wir es gar nicht. Der Kohl kriegt ja auch kein Wasser drauf. Der Kohl wird ja einfach so lange gestopft, bis er selber so viel Flüssigkeit freisetzt, dass er sich von alleine überstaut. Aber für Tomaten brauchen wir natürlich ein bisschen was zum Überstauen. Bei Gurken wäre es genauso, bei Bohnen wäre es genauso. Und die, je nach Frucht, haben die vielleicht nicht ganz so viel Zucker. Tomaten funktioniert definitiv auch ohne Zucker, aber damit es ein bisschen mehr Bums hat, gebe ich eben noch ein bisschen Zucker rein. Man könnte so auch Fleisch fermentieren zum Beispiel. Hatte ich bei unserem Seminar, unserem Therapeuter-Seminar ein Gespräch. Ja, der gleichen Methode, einfach geschnittenes Fleisch, vielleicht sogar ein bisschen Kräuter, Gewürze, Gemüse mit rein. Ein bisschen Zucker, wobei auch da im Fleisch wahrscheinlich genug Zucker drin ist. Aber wie gesagt, ein bisschen Zucker hilft. Und dann kann man sogar Fleisch milchsauer einlegen und konservieren und verdaulicher machen. Ja, hier also meine Flüssigkeit, Zucker habe ich drin, Salz habe ich drin, Wasser und jetzt mache ich EM rein. Das, was Sie reinmachen, ist Vitabiosa, 1 Liter Flasche oder auch Biosa Aronia, 1,5 Liter Flasche und zwar 10 Milliliter pro Glas. 10 Milliliter auf 1 Liter oder 10 Milliliter auf 1 Kilogramm. Auch wenn Sie zum Beispiel Weißkohl machen, einfach einsprühen oder verteilen, 10 Milliliter da drauf, ein bisschen durchmischen, dann ins Glas. Das ist die Variante. Ich bin Sparfuchs,
Also das ist die Lebensmittelvariante von EM, die Sie benehmen dürfen. Ich bin Sparfuchs auf meine eigene Verantwortung. Ich nehme mein eigenes, selber hergestelltes EMA als Bodenhilfsstoff verkauft, Riaterra aktiv. Also nicht das nehmen, Sie nehmen das teure. So, das hier ist ein Bodenhilfsstoff und nicht für die Herstellung als Lebensmittel zugelassen. So, nein, nicht hier rein. Hier rein, 10 Milliliter für jedes Glas, 30 Milliliter zusammen, ein großer Esslöffel ist ziemlich genau 10 Milliliter, reicht, mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir wirklich nicht, also das ist schon sogar relativ viel, das ist schon recht konzentriert. So. Und jetzt aufgießen, gucken, ob meine Schätzung hinkam mit den 400 Milliliter, zack, wir gießen gleich noch ein bisschen mehr auf, aber das reicht erstmal, 1, 2, 3, 4, zack, oh, ich habe noch was übrig, naja, das macht nichts. Muss ja sowieso noch ein Glas machen. So, aber jetzt ein wichtiger Hinweis. Wir werden das ja nicht ganz zudrehen. Meine Idee ist, wo ist meine Decke? Hier ist die Decke. Dass man das, so habe ich es ja auch gemacht, dass man das zudreht und ganz leicht wieder aufdreht, sodass er minimal, also dass die Luft rausdrücken kann, aber dass es nicht Luftaustausch hat. Also nicht luftig zudrehen, gerade so zudrehen, dass nicht Luft hin und her geht, aber dass er Überdruck abpfeifen kann. Weil hier wird etwas Gas entstehen. Und wenn da Gas entsteht und man hat das fest zugeschraubt, dann explodiert einem das Glas. Also, fest zuschrauben, bisschen zurück, dass man sieht, ah ja, da kann die Luft jetzt abpfeifen. So, hier auch. So werden wir es machen, aber damit hier oben die Tomaten nicht an der Luft sind, weil die obersten Tomaten würden sonst hier ein bisschen Hefe fermentieren, also würden so weiße Flecken haben, Hefe, und es würde eventuell sogar schimmeln, wenn ganz viel Luft drankommt, aber wahrscheinlich wird sich so eine Hefeschicht bilden, könnte man auch mit essen, aber es ist ein bisschen unangenehm, schmeckt vielleicht nicht so gut. Deswegen machen wir oben ein bisschen Kohl drauf, ein Kohlblatt hier, ich glaube das ist von Rosenkohl, habe ich aus dem Garten geholt. Das falte ich hier so ein bisschen rein, dass es die Tomaten unten hält. So. Genau. Und da ist das Kohlblatt schon überstaut. Und das war schon das erste Glas. Da sind die Tomaten sicher unter der Flüssigkeit. So, nicht ganz zu, zack, und ganz leicht zurück. So, nächstes. Da kann man in Fermentationsgeschäften teure Einleggläser kaufen, die einem das ein bisschen runterdrücken. Wozu? Einfach ein Kohlblatt oder irgendein anderes Blatt. Und das wird dann weggeschmissen am Schluss. Vielleicht kann man es noch mit in die Suppe machen, wenn man da was kocht. So, wunderbar sieht das aus. Zack, das gleiche. Bisschen nach oben, also nicht ganz voll machen. Ich bleibe hier ungefähr einen Zentimeter drunter, weil das noch ein bisschen blubbern wird, ein bisschen hochkommen wird. Und dann wird hier auch Flüssigkeit austreten. Das sieht man hier. Wenn man hier sieht, ich habe das hier auf einem kleinen Teller gemacht und habe auf dem Teller noch einen Servierteller und habe da noch ein paar Papiertücher runtergelegt. Und das war auch wunderbar, weil man sieht, Papiertücher sind braun geworden, kann man es erkennen. Und da ist
Flüssigkeit hier ausgetreten. Es hat also geblubbert, ist ein bisschen übergelaufen und dementsprechend sind die Papiertücher hier braun geworden und so. Also das hat eigentlich wunderbar funktioniert, so war das gedacht. Wieder nicht ganz zu, so, jawohl. Und dann noch das dritte. Genauso würde man das mit Weißkohl machen. Auch da würde ich so ein Opferblatt oben mit drauflegen, dass das alles unten bleibt. Mehr muss man da gar nicht tun. Man kann natürlich auch kleinere Gläser nehmen. Man kann natürlich auch einen ganzen Eimer nehmen. Sauerkraut einfach in einem 5 Liter oder 10 Liter Plastikeimer machen, dann oben mit Blättern abdecken, sodass es überstaut ist, dass da oben dann nicht die oberste Schicht weggeschmissen werden muss. Das wäre ja schade. Oben mit ein bisschen Kohlblättern abdecken. Und genau, überstauen muss man dann mit Salz mischen natürlich. Salz ist keine zufällige Zutat. Salz fördert die Fermentation, also Mesobakterien lieben Salz. Also das ist eine gute Zuschlagstoff, um Mikroorganismen, Milchsäurebakterien in positive Fermentation zu fördern. Und genauso Gewürze, die meisten Gewürze, also eigentlich alle Gewürze, die wir so verwenden, fördern, deswegen verwenden wir sie oftmals, fördern eine positive Mikrobiologie, steuern die Mikrobiologie in eine positive Richtung. Sei es Kümmel, sei es Pfeffer, sei es Chili, sei es Knoblauch, definitiv ganz starke Wirkung, dass es eine positive Mikrobiologie unterstützt. Also das sind alles Sachen, die eine positive Fermentation unterstützen und natürlich selber ein paar Inhaltsstoffe mitbringen. Man kann das also abwandeln, wie man sich das vorstellen will. Wie gesagt, der Zucker ist ein bisschen ein kleiner Trick, um selbst schwierig Sachen, die schwierig einzulegen sind, die nicht so viel Zucker selber mitbringen, dass man selbst die zu einer intensiven milchsauren Fermentation bringen kann. Für viele Sachen ist es gar nicht nötig. Traditionell wird das eher nicht gemacht, aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen großzügig. Und der Zucker bleibt ja auch nicht drin. Der Zucker wird umgesetzt zu den entsprechenden Milchsäuren, Essigsäuren und so weiter. Und ja, dann gibt es vielleicht auch keine so physiologischen Bedenken, dass da ein bisschen Zucker drin ist. Ja, so sieht das aus. 3 Gläser, 10 Minuten Arbeit und fertig. Und dann können wir jetzt mal eine kleine Verkostung machen. Wo habe ich meinen Löffel? Hier. Dann machen wir mal ein Glas auf. Hier ist das Blatt. Boah, das sieht eigentlich auch noch gut aus. Könnte man noch eine Suppe machen. Nehme ich mir hier eine schöne Tomate raus mit ein bisschen Saft. Also ein bisschen. Riecht intensiv. Der Saft ist auch gut. Könnte man direkt trinken. Wunderbar. Schmeckt salzig. Schmeckt wie Bruschetta hat der da, der Surf Sufficient Media, in diesem YouTube-Kanal gesagt. Also man kann das wunderbar, genauso wie es hier ist, diese Tomaten aufs Brot schmieren. Als Brot, also Weißbrot, vielleicht ein bisschen Butter drauf, vielleicht nicht. Oder ein bisschen Olivenöl. Darauf die Tomaten, da ist alles dabei. Hat diesen bisschen Knoblauchgeschmack, hat die Tomatengeschmack, ist sauer, schmeckt wunderbar, zum Beispiel als Brotaufstrich. Oder direkt im Salat, gleich eine gewürzte Salatsoße sozusagen. Oder einfach so, ein bisschen zum Essen dazu, 2-3 Löffel jeden Tag zum Essen. Dann braucht man kein EM trinken. Sonst empfehlen wir ja, dass man 40-50 Milliliter EMA, Vitabiosa am Tag trinkt, die Lebensmittelvariante. Und das könnte man ersetzen, indem man jeden Tag 50-100 Gramm von solchen Tomaten oder anderen sauereingelegten Gemüse isst. Immer am besten zur Mahlzeit, so wie die Koreaner mit ihrem Kimchi, die eben zum Essen immer ihr milchsauereingelegtes Gemüse essen und damit genau den gleichen Effekt erzielen, wenn sie das sehr hochwertig fermentiert haben, als wenn wir jeden Tag EM trinken. Ja, das ein grundlegender Ausflug in die Fermentation von Gemüse mit EM. Und ja, mit der Methode können Sie alles fermentieren. Alles, was irgendwie an Gemüse im Garten ist, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, schreibt mir das in die Kommentare rein, was man damit alles fermentieren kann. Ich habe mich hier mit den Tomaten,
inspiriert gefühlt. Und achso, vielleicht noch ein Hinweis. Warum kommen die Tomaten hier alle hoch? Wir sehen, hier sind die Tomaten im ganzen Glas verteilt. Hier sind sie alle hochgekommen. Erstmal sind sie weich geworden beim Fermentieren. Das heißt, sie brauchen weniger Platz und drücken sich weiter zusammen. Und dann sind sie, durch die Fermentation ist ja, entsteht immer auch ein bisschen Gas. Und auch in den Tomaten drin entsteht ein bisschen Gas. Mikroorganismen wandern da scheinbar rein oder so. Das heißt, jetzt sind das wie kleine Bälle, wie kleine Ballons mit ein paar Gasblasen drin. Deswegen steigen die Tomaten hier nach oben. Deswegen brauchen wir auch das Blatt, das Kohlblatt oben, dass sie eben nicht aus der Flüssigkeit raussteigen. Ja, und das ist also völlig in Ordnung. Das soll so sein, das muss so sein. So sehen die aus. Und diese Gläser, so wie sie jetzt sind, könnte man jetzt ja, dunkel und kühl stehen lassen. Kellermäßig oder so, vielleicht dann ein bisschen fester zu machen, dass man wirklich kaum Luftaustausch hat. Oder auch einen Kühlschrank stellen. Also wenn da nicht mehr viel passiert, nach 14 Tagen, 2-3 Wochen, das ist jetzt ziemlich genau 2-3 Wochen alt, 20 Tage oder so, dann könnte man die, nach der Zeit ist die Fermentation eigentlich schon weitestgehend abgeschlossen, dann könnte man die schon in Kühlschrank stellen und auch da gucken, dass man die vielleicht nicht 100% zudeckt, dass man die ein bisschen auflässt, dass man vielleicht ein bisschen Papier drunter legt, aber dann sind die viele Monate im Kühlschrank haltbar, beziehungsweise wenn man sie kühl und dunkel stellt, sind sie auch in einem Kühlkeller oder so, also ewig haltbar. Ja, viel Spaß damit und ja, bis zum nächsten Mal.